Hi Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Es ist ein Wunder passiert. Ich kann es selbst kaum glauben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine 3DS Capsa Card, die ich mir für sehr viel Geld damals gekauft habe. So sieht das Ding aus. Hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Und vorne halt einfach ein ganz basically normaler 2DS. So, die Capsa Card habe ich für viel, viel Geld mit damals einbauen lassen. Das Video dazu verlinke ich euch. Und habe damit viele coole Plays gemacht und dann ging es auf einmal kaputt. Es hat nicht mal funktioniert. So, ich war sehr angepisst und habe das Ding einsicken lassen. War aber vergleichsweise sehr so Lebensende-Ärger vom 3DS. Dachte so, no. Und die Reparatur wäre sehr teuer gewesen. Habe so lange überlegt, dass dachte, komm, ich habe genug Geld da rein investiert. Nicht, dass der Scheiß dann wieder kaputt geht. Und habe mir das Ding zurücksicken lassen. Nach längeren Überlegenszeit ohne Reparatur. Ich war mir ziemlich sicher, das Ding war nur ein Wackelkontakt. Dort hieß es, es sei etwas Komplexeres, man könne es nicht so leicht beheben. So. Nur gut. Ich habe das Ding immer wieder zu Hause probiert anzuschließen, hat aber nicht funktioniert, kam immer kein Signal, uns nicht. So. Und dann dachte ich mir jetzt heute, komm, ich habe so Bock auf 3DS-Games, jetzt schließ den Scheiß nochmal an, wackel daran rum, tu in den Einstellungen von deinem Programm alles einstellen. Irgendwie, vielleicht hast du ja Glück und das Ding funktioniert wieder. Und was soll ich sagen? Ich kann es selbst kaum glauben. Es funktioniert wieder! Meine fucking 3DS Capsa funktioniert wieder! Oh mein Gott! Ich bin so unfassbar glücklich, weil ich habe das Ding vor tot erklärt. Es lag monatelang am Tragen. Sag du Scheiße! Ich habe so viel Geld ausgegeben, das Ding funktioniert nicht. Wie kann das sein? Ich habe erst vor ein paar Monaten das mal probiert, wie es auf meinem alten Channel Gaming Crew 3DS Displays dann andere Werte hochladen musste. Und das funktioniert einfach wieder. Es ist. Ich kann es nicht glauben. Sogar wenn wir hier auf Mi drauf gehen, nur was zum Zeigen. Die ganzen alten Mies aus den Let's Plays sind da noch drauf. Wenn wir mal auf Übersicht gehen, können wir sehen, mein Mi ist da. Das Mi von. Noch mein zweites Mi ist da, das von Cookie ist da, von Gröte ist da. Sophie ist da, von Sandy ist da, die sind alle, die alten Mi sind noch da. Es ist so unfassbar unglaublich. Und das Ding funktioniert wieder. Ich weiß nicht, wie stabil es ist, ich habe das immer mal reingewurstelt, aber bis jetzt, scheint das Ding wirklich so funktionieren. Und das ist wirklich geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Jetzt hole ich mal eine Disk und probiere es einfach mal ein paar Minuten aus, um wirklich zu schauen. Ob das jetzt, wie gedacht, wie gehabt, funktioniert. So, ich habe jetzt einfach mal ein Game reingemacht, nämlich Super Mario 3D World, was ich ja mitunter auch an Kaufgrund war, mir damals überhaupt diese Capsa-Card zuzulegen, an dem ich jetzt einfach mal schauen will, ob das Ganze funktioniert. Ich bin zu aufgeregt. Was jetzt ganz gerne einfach mal kurz... Weiß nicht mehr, ob da meine... Hilfe, meine... Filter. Macht das jetzt irgendwas? Nö, macht gar nichts. Okay. Ah, doch, damit habe ich hier mal so den Hintergrund entfernt, glaube ich. Und ich könnte es halt ein eigentliches Hintergrundbild, glaube ich, dazu. Aber es wusste. Ich will mich damit noch länger beschäftigen, aber es fände es immer geisteskrank. Wenn das an und für sich, funzen wird. So, jetzt starte ich mal das Spiel, aber ich meine, ihr seht jetzt dann, ich habe hier live Gameplay, ne, hier haben wir Welt 8, hier haben wir Welt 8, ich mache mal die zweite Datei mit Welt 8 jetzt einfach mal auf. Du musst mal so demonstrieren, dann geht das zurück zu Welt 1. Erste Level. Und sorgt das einfach mal uns, Hobbys für uns. Ich musste mit der Kabellänge und allem nochmal schauen, das ist alles ein bisschen provisorisch, weil ich, wie gesagt, ich hatte eh nie gedacht, dass es jemals nochmal funktioniert. So, ich muss nachher schauen, wie ich das mit dem Gameplay und so weiter mache, aber es scheint ja an und für sich zu funzen, ne? So, geh weg, du Gumpa. Boah, man muss erst mal wieder an 2DS-Screen gewöhnen, weil der doch relativ klein ist und ich schaue tatsächlich auch lieber auf meinen 2DS-Screen als auf den größeren. So, jetzt ist meine Facecam weg, aber das macht da nichts. Größerer 3DS-Screen ist ein gutes Stichwort. Das kann nämlich, glaube ich, hier angeben, dass ich nur das obere Display sehe. Das müsstet ihr dementsprechend auch nur das obere Display sehen. Natürlich jetzt gerade 0 an Screen angepasst.
Das kann man aber verändern. Jetzt wäre es nämlich beispielsweise mal an den Queen angepasst. An die, weil letztendlich ist, bei dem Game zum Beispiel ist ja eigentlich mehr oder weniger auch nur der zweite Bildschirm relevant. Und das geht einfach. Und das ist so unfassbar unglaublich. Das heißt, ich kann auch mein Tomodachi Live Let's Play von damals einfach weiterführen. Eben weil die Capsa-Karte es wieder geht. Das ist wirklich so dermaßen unglaublich. Das ist geisteskrank. So, jetzt bleibe ich hier an der Stelle, wo es sicher bin, nur mal kurz stehen. Weil schauen wir mal, was mir noch einstellen kann. So, man kann beide einstellen, separat. Ah, da kann man die ein bisschen separieren. Aha, das kann man alles schon einstellen. Man kann die auch direkt untereinander glatzen, ohne da irgendwas zu separieren. Okay. Wir separieren hier mal ein bisschen. Dann könnte ich natürlich auch noch in Fullscreen gehen. Das ist so unglaublich. Ich hätte halt nie mehr in meinem Leben gedacht, dass sowas auch nur ansatzweise mal die Realität wird, ne? Aber sowas von nie. Machen wir es doch mal wieder nur das obere Bild. Wobei ist es dann natürlich immer in Let's Plays dann wieder so ein Stellenwert, dass die Fenster bei OBS einfach zuschneidet und an für sich als Forster natürlich schon die beiden Bilder haben wird. Boah, ich weiß hier gerade nicht mal, wie das sein kann, dass das Ding jetzt auf einmal wieder geht. Ihr merkt es selbst. Ich bin so dermaßen unfassbar sprachlos. So, wieso kommt es das nicht hoch jetzt? Das war gerade dumm. Also ich bin so, ne, dermaßen sprachlos. Es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, ne? So, aber genug mit den Tests. Hab jetzt gemerkt, dass das ganze funzt. Das ist super. Ich habe jetzt nur einmal oder viele von meinen 3DS-Daten halt auf meinen neuen New 2DS XL geholt, den ich mir dann gekauft habe. So, jetzt beenden wir die Software einfach mal ganz flott, ohne das zu speichern, weil man braucht es ja generell nicht zu speichern. Ich habe nämlich auch noch, und das wird nämlich ein bisschen problematisch. Ich habe nämlich auch noch ein New 2DS, warte mal kurz. So, das Wort, damit meine Kamera wieder angeht, weil da habe ich die SD-Card gerade rausgenommen, deswegen geht immer wieder regelmäßig in Demo-Modus, was mich voll nervt gerade. So, jetzt funzt ihr aber wieder perfekt. So, aber was ich euch nämlich noch zeigen wollte, ich habe mit einer irgendwann das sicke Ding gekauft. Das war der News, weil der SXL, der aussieht wie eine Brotdose, ich weiß. So, und der war dann noch lange ist halt meine Main-Konsole, da ist keine Capsa-Card eingebaut, ist einfach normaler 3DS. Habe halt damals eigentlich was auf meinem Streaming-3DS war, auf den hier übertragen. Der sehr lange braucht, bis er jetzt mal hochfährt. Oder gar nichts, ah doch, das ist nur sehr dunkel. So, und wenn ich da zum Beispiel mal auf Mi gehe, sind da halt die ganzen Mies auch von, wobei die da zum Teil auch noch drauf sind, das verwirrt mich tatsächlich jetzt ein bisschen. Wie das sein kann. So, jetzt mache ich es mal bei Display wieder beide Bildschirme. Jawohl. So, jetzt haben wir noch mal was hier von Mies. Ich glaube, aber hier waren eher. Ja, okay, nee, hier waren tatsächlich keine Mies von YouTube drin, aber es ist doch irgendwie separiert gehabt. Zum Beispiel Mario Kart habe ich nicht mehr als Softwarekarte, sondern habe das halt nur noch auf dem 3DS. Hier ist zum Beispiel drauf, das ist ein bisschen madig, da muss ich mir die doch mal irgendwo als Softwarekarte ziehen oder ist Transferer das eine Spiel rüber. Genau, die letzten auf Zelda Green of Time habe ich mir auch damals gekauft. Ist jetzt halt alles darauf, ne? Aber es ist jetzt halt genauso wie hier auch ein Riesenhaufen Demos drauf sind. Aber geil. Das freut mich wirklich, dass der wieder funktioniert. So, jetzt halte ich den mal wieder aus. So richtig aushalten, nicht nur Standby-Modus. So. Zack. Also wie gesagt, das hier war damals so mein Main
beide erst Semester Bescheid, ne? So, und das hier eben mein Capture Card 3DS, von dem ich bis heute nicht dachte, dass ich den nochmal so offen bekomme. Wie sehr man es täuschen kann. Was ist da eigentlich alles drauf? Sag mal, WarioWare Gold, das als ganze Spiel, als ob ich es da gekauft hatte. Dann, oh, The Legend of Zelda. Okay, okay, Virtual Console habe ich dafür gekauft, sehr interessant. Speed Pass Dobby natürlich. Wenn man doch mal was da abgeht, da war es halt auch schon seit Jahren nicht mehr drin. Also das quasi so ist, decke mein 3DS wieder von früher, wenn man so will. Keine Ahnung, was überhaupt noch, ob noch und wenn ja, was noch mit Street Pass ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen schauen wir da auch gerade rein. Aber lange wird es wieder nicht mehr gehen, keine Angst. So, nur damit du Bescheid weißt, da bla bla. Ich kann ja mal so Gamescom mitnehmen, 3DS, dann irgendwie Street Pass aktivieren, das hilft da. Ich habe jetzt 223 Charaktere in meiner Lobby. Sehr interessant. Bei einer Minute, hä? Aber keine Ahnung, was die wohnen, wieso alle vor einer Minute. Ich hab keine Ahnung. Falls jemand besser damit auskennt, sagt Bescheid. Ich schließe an dieser Stelle mal diese Software. Ja, mal viel mehr Interessantes habe ich jetzt hier auch nicht drauf, wann ich es denn früher benutzt habe und so weiter. Also, gute alte Zeit. Paar Demos. Noch ein paar unverpackte Demos. Unwichtig. Systemeinstellungen. So Zeugs. Ja, was leider ist, das alles ist, dass der eShop nicht mehr funktioniert, ne? Oh! Das war ja eh die Krönung des Jahrtausends. Die YouTube-App auf den 3DS. Du sagst das, Leute. Das war der Shit. Scheiß auf YouTube für sonst irgendein Gerät 3DS. Das war der Shit. Ich glaube, die werden es wissen. Ja. Ihr seht es unten. Die wird nicht mal mehr unterstützt. So muss das. So. Das Einzige, was ich noch zeigen wollte, weil ich das selbst total schade finde, ist nämlich, dass der Nintendo eShop nicht mehr funzt. Gehen wir da mal drauf. Dann werdet ihr nämlich sehen. Da geht nichts mehr. Der wird nämlich zusammen mit denen für die View eingestellt. Ich kann vielleicht noch Software downloaden, die ich mal gekauft hatte. Aber ich weiß es nicht. Müsste man mal schauen, ob das geht. Ah ne, das heißt, ich müsste mal das Team updaten. Das wird den dann schließen quasi. Aber darauf haben wir jetzt gerade keinen Bock. Ist gut, so wie es jetzt ist. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, liebe Leute. Ne? Mit dem kleinen Infovideo, das Wester, wo immer mein 3DS einfach wieder lebt. Das ist so unglaublich. Und ihr wisst, was das heißt. Es kommen wilde 3DS Displays in Zukunft, das verspreche ich euch. Vielleicht passt das mit dem Sound jetzt noch nicht, denn 3DS war jetzt leiser, als er eigentlich sein sollte oder sonst was. Warte, soll es auch? Weil ich bei meinem 3DS. Keine Ahnung, was ist was. Muss mal schauen mit dem Sound, sagen alles, das, ich komme ja nicht drum. So, das soll es aber soweit mal mit dem Infovideo erstmal gewesen sein, dass mein 3DS noch lebt. Es ist unglaublich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like dafür die wunderbare, tolle Nachricht. Es ist wirklich unglaublich. Wir sehen uns beim nächsten 3DS-Display wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao. Es ist unglaublich.